Die wichtigste Regel zuerst. Man darf nur Feuer machen, wenn ein Erwachsener dabei ist. Sehr richtig. Gut, und jetzt suchen wir einen Platz für unser Feuer. Aber es darf nichts Brennbares in der Nähe sein. Wie zum Beispiel herabhängende Äste. Wie wäre es hier drüben? Hier ist alles frei. Sieht perfekt aus, Alex. Und jetzt wird es lustig. Wir müssen ein Loch graben. Für den Brandschutz graben wir ein Loch und legen Steine darum. Dann kann der Wind auch keine Funken in den Wald wehen. Buddeln ist mein Ding. Ruff, Schaufel. Buddeln macht Spaß. Ja, Spaß. Entschuldigung, Mr. Porter. Und was jetzt, Marshall? Wir machen eine Feuerschneise. Aber wieso machst du eine Feuerschneise, wenn das Feuer noch nicht mal brennt? So ist das nicht gemeint, Alex. Eine Feuerschneise gehört zum Brandschutz dazu und ist sehr wichtig. Es darf nichts Brennbares in der Nähe des geplanten Feuers liegen. Ruff, Schaufel. Gute Arbeit, Freunde. Jetzt kommt der beste Teil. Du meinst das Mittagessen? Nicht ganz. Man sollte immer Wassergriff bereit haben, um löschen zu können. Wasserkanone. Und wenn man kein Wasser hat, kann man auch Sand benutzen. Sand? Können wir jetzt Feuer machen? Marshall? Gesicherte Feuerstelle in Ordnung. Feuergrube gegraben in Ordnung. Feuerschneise geräumt in Ordnung. Sand besorgt in Ordnung. Wasser steht bereit. Es kann losgehen. Yeah! Ryder, hast du das Holz? Alles bereit. Schöne trockene Äste, die ich hier im Zeltlager gesammelt habe. Also gut, Mr. Porter, Sie können das Feuer jetzt anzünden. Okidoki, Marshall. So macht man ein sicheres Feuer. Und jetzt kommt der wichtigste Teil, wie man das Feuer wieder löscht. Ich bin bereit. Sollte ein Feuer außer Kontrolle geraten, muss man sofort die 112 anrufen. Und sogar das kleinste Lagerfeuer muss immer ganz sicher gelöscht sein. Cool. Man kann Sand benutzen, um ein Feuer zu löschen. Stimmt. Sand und Wasser ersticken kleinere Feuer sofort. Jetzt noch ein Eimer Wasser darüber. Stochere in der Asche herum und sieh nach, ob noch Glut oder Rauch zu sehen ist. Wenn nicht, ist das Feuer ganz sicher gelöscht. Ist es jetzt gelöscht? Ganz sicher aus. Alex, hiermit verleihe ich dir dein Pfadfinder-Brandschutzabzeichen. Toll! Hurra! Das ist mein Alex. Gut gemacht. Aber gab es nicht auch ein Festmahlabzeichen? Oh ja, mein nächstes Abzeichen. Könnt ihr bleiben und mit uns essen, Ryder? Sehr gern, Alex. Opa, du bist so lustig. Wo ist meine Kamera? Hab sie. Ein Rehkitz. Pass auf. Vorsicht. Es hat die Glut verstreut. Gut, dass Rubble die Feuerschneise gemacht hat. So kann nichts Feuer fangen. Alex, benutzt dein Brandschutzwissen. Schnell! Stimmt. Wasser. Sand. Der Sand und das Wasser werden die Glut sofort ersticken. Ich glaube, es ist alles gelöscht. Ich rieche etwas. Wie Rauch. Ich gehe schon. Rubble, mach das Rucki-Zucki. Ruff, Schaufel. Sieht aus und riecht, als wär's aus. Ich durchstochere die Asche, um sicher zu gehen. Gut gemacht, Alex. Toll, dass ich gerade so viel über Brandschutz gelernt habe. Danke, Paw Patrol. Wenn du mal wieder Hilfe beim Brandschutz brauchst, gib einfach nur laut. Euren Yumi, soll ich den Pflanzen jetzt was zu trinken geben? Nicht direkt was zu trinken, Marshall. Du sollst ihnen was zu essen geben. Hä? Pflanzen können essen? Klar können sie das. Pflanzen brauchen Nahrung und deshalb füttern wir sie mit Dünger. Ich habe ihnen etwas Wachsfix besorgt. Wachsfix ist ein sehr starkes Mittel, seht ihr? Absoluter Wahnsinn. Klasse. Sag ich doch. So, Marshall, könntest du bitte gleich den ganzen Garten mit dem Wachsfix besprühen? Darf ich das in den Tank tun? Klar.
Aber nicht vergessen, nur ein einziger Tropfen. Ah, ich weiß, Colinda. Du willst dein Frühstück. Bin gleich wieder da. Hey, wenn ein wenig Wachsfix die Pflanzen ein wenig wachsen lässt, müssten sie da nicht mit viel Wachsfix ganz toll wachsen? Möglich wär's. Aber Yumi hat gesagt, wir sollen nur einen Tropfen nehmen. Das sollte reichen. Hey, was ist denn mit dem Wasser passiert? Guck mal, Colinda, ich habe was Leckeres für dich. Hey! Vorsicht! Alex, ich habe gesagt, einen Tropfen. Tut mir leid, Bäuerin Yumi. Oh, oh. Ich rufe jetzt besser die Paw Patrol. Leiter! Leiter hoch! Ich komme! Das war echt knapp. Unter diesem Kürbis war es nicht gerade bequem. Hier kommt Rubble, der Retter mit dem Greifer. Hat Colinda sich wehgetan? Sie sieht aus, als wäre ihr schwindelig. Das finden wir gleich raus. Wer möchte Mais? Ja, ihr geht es bestens. Was ist das? Oh, oh, los, weg! Die Tomaten rollen runter in die Stadt. Kommt, Freunde! Oh, die Tomaten rollen ja kreuz und quer. Wenn sie alle in einer Richtung rollen würden, wären sie leichter zu lenken. Okay, Freunde, treibt die Tomaten zusammen, damit sie in die Stadt rollen. Wir kommen ins Rollen. Ja, wir treiben die Herde zusammen. Oder besser, wir treiben den Salat zusammen. Yippie-yay-yay! Aber Ryder, wie können wir die Tomaten dazu bringen, dass sie anhalten? Das ist Teil 2 des Plans. Tomaten sind rund und rollen. Es sei denn, man macht Soße aus ihnen. Okay, Chase, leg los. Wuh, Netz! Perfekt. Okay, Rocky, stell mit deinem Gabelstapler das große Fass hinter das Netz. Ich baue eine Rampe, dann können die Tomaten da hochrollen. Alles klar, Ryder. So, das müsste reichen. Ach du liebe Tomate, da kommen sie schon. Ja, super, gut gemacht, Freunde. Ja. Danke, Ryder. Ihr habt die Lage wieder gerettet, gleich zweimal. Oh, zweimal? Natürlich. Du hast es verhindert, dass die Tomaten weiterrollen und... noch etwas Basilikum und Oregano und wir haben eine perfekte Pizzasauce. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Hey! Rocky! Lecker! Und Marshall, noch eine letzte Aufgabe für dich und deine Wasserdüsen. Okay, aber nach dieser Tomatenverfolgung fühle ich mich ein bisschen matschig. Verstehst du? Wie eine matschige Tomate. Oh, die Helfer auf Mini-Pfoten legen los! Und du bist die Letzte. Na endlich, die Krähen. Wir haben sie gefunden. Schnell, kleiner Tut, du musst ihnen folgen. Entschuldige, gefiederter Freund, aber ich musste jetzt zur Hutfeier blasen. Ich spendiere meinem schönen Schiff sogar eine Strumpfkappe. Captain Tollpatsch, haben Sie die Krähen gesehen? Nein, tut mir leid. Ich habe nur Möwen fliegen sehen. Okay, danke. Komm, kleiner Tut, wir suchen weiter. Ah, 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 ah.
haben sie eingeholt, Mini Patrol. Gut gemacht. Und da ist ihr Nest. Grazi, du bist dran. Klettere rauf und sieh nach. Du hast recht. Das mache ich lieber selbst. Ich sehe das Hutband von der Bürgermeisterin. Und noch ganz viele andere Sachen, die nicht in ein Nest gehören. Die Mini Patrol hat die Krähendiebe gefunden. Juhu! Ah! Mini Patrol, Hilfe! Hilfe! Na bitte, hab ich dich! Hilfe! Ruff, ruff, Brille! Hilfe! Oh, oh. Ryder, bitte komm! Ich hab den Windsack gefunden, aber Alex braucht die Hilfe der Fellfreunde in der Stadt. Ich mach mich sofort auf den Weg. Marshall, Chase, wir treffen uns in der Stadt. Gut, wir kommen. Sofort. Keine Angst, Alex, wir holen dich da runter. Beeilt euch, Ryder. Marshall, fahr deine Leiter aus. Leiter hoch. Vorsicht, Marshall. Passiert. Oh. Chase, schnell, dein Netz. Wuh. Netz. Puh. Danke, Paw Patrol. Hey, ich hab ein... Oh, das war mal ein Nest. Da ist unser Spielzeug. Und mein Hutband. Und meine Hosenknöpfe. Hoppla. Danke, Fellfreunde. Das verdanken Sie nicht uns, sondern Alex und der Mini Patrol. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Tut mir leid, dass euer Nest kaputt gegangen ist. Vielleicht finden wir ein neues Nest. Es muss etwas sein, das rund ist und auch weich. Also, ich glaube, ich hab da was, das nicht nur rund ist, sondern auch weich. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Was? Ich habe das Gefühl, die Vögel mögen mich. Also dann, Rennfahrer, auf die Plätze. Fertig. Los! Und das Rennen ist gestartet. Toll. Und so. Das ist ein Fall für Chase. Ich werde das Rennen gewinnen. Marshall hat mal wieder die Nase vorn. Oh, Vorsicht! Oh, oh, meine Güte. Igitt. Total lecker. Herrje, Mini, was für ein meloniges Chaos. Oh, natürlich, meine Liebe. Für dich habe ich auch etwas. Melonenchaos gut gemeistert. Oh. Im Moment ist Zuma vorne. Na los, Fellfreunde. Das ist ein richtig spannendes Rennen. Sie sind an der Zentrale vorbei und Marshall liegt vorn. Ich bin wieder vorn. Ja. Ich komme. Was? Alex, du fährst in die falsche Richtung. Moment, ich fahre in die falsche Richtung. Oh, oh, was ist denn da los? Jetzt ist Marshall wieder auf dem richtigen Weg. Wuff, Megafon! Achtung, vorsichtig fahren! Oh, 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 oh. Toll, so viele Seifenblasen. Bis dann.
Die Teilnehmer kommen auf die Zielgerade. Jemine, was für ein spannendes Rennen! Ja, Hilfe! Oh nein! Sky, der Ballon ist abgerissen. Du musst was tun. Bin schon unterwegs. Fellfreunde, zum Fußballplatz. Ryder braucht uns. Wer als erster dort ist. Na sowas, wo sind die denn alle? Da vorne ist schon das Ziel. Schnappt sie euch und zieht. Bitte lass uns sicher landen. Bitte, bitte, bitte. Wir sind unten. Sie können wieder hingucken. Oh, ja. Wir sind gerettet. Nun aber zurück zum Rennen. Es ist noch nicht vorbei. Fellfreunde, ihr müsst euch beeilen. Alex ist gleich im Ziel. Das wird echt knapp. War das spannend? Wer hat jetzt das Rennen gewonnen? Ich habe ein Foto davon gemacht. Sehen Sie mal hier. Der Sieger heißt Alex. Ich hab's wirklich geschafft. Ich hab das Rennen gewonnen. Das hast du gut gemacht. Alex. Das war ja. Entschuldige, Alex. Ist alles in Ordnung? Alles prima. Fertig angeschnallt. Es kann losgehen. Ach, das ging ja sehr schnell, Ryder. Katzi ist da oben. Soll ich sie runterholen, Ryder? Ist ganz schön hoch. Ich weiß nicht, ob deine Leiter reicht. Es wäre wesentlich einfacher, wenn Katzi in die Box von Sky klettern würde. Ryder, ich kann doch auch helfen. Ich weiß, dass du das kannst. Aber warten wir erstmal, ob Sky Katzi kriegt. Okay, Sky. Vielleicht schaffst du es irgendwie, dass Katzi in die Box klettert. Ich bringe die Box langsam auf Katzis Höhe, Ryder. Ist nicht so leicht. Ich muss sie direkt vor ihr absetzen. Sky, Katzi hat einfach zu viel Angst, um in die Box reinzuklettern. Wir müssen etwas anderes probieren. Ist gut, Ryder. Ich bringe die Box zurück und dann gehen wir über zu Plan B. Plan B? Cool. Was ist denn Plan B? Plan B ist Marshall und seine Leiter. Fertig, Marshall? Alles klar, Ryder. Marshall macht's. Leiter hoch! Hallo Katzi, ich bin's Marshall. Ich bring dich jetzt wieder nach unten. Komm schon. Los, rutsch einfach zu mir rüber. Ich fang dich auf. Ich hab Rettungseinsatz gespielt, aber das war nicht so spannend wie das hier. Noch ein Stück, komm schon. Hey! Was ist das denn? Huch, es ist auf einmal so dunkel. Katzi lässt sich von mir nicht helfen. Sie hat zu große Angst, um sich helfen zu lassen. Wir müssen Katzi dazu bringen, übers Dach zu dir zu rutschen. Ich weiß, aber wie nur? Ryder! Ich hab eine Idee. Sekunde, Alex. Wir überlegen gerade, wie wir Katzi vom Speicher runterbekommen. Ich glaube, ich weiß wie. Wenn wir bloß etwas hätten, um Katzi dazu zu bringen, runterzurutschen. Bäuerin Yumi, haben Sie eine Idee? Nein, leider nicht, Ryder. Henrietta, Kulinda, fällt euch was ein? Ich
weiß was, ich weiß was, ich weiß wirklich was. Und ich glaube, das ist gut. Das ist Katzis Lieblingsspielmaus. Damit könnte Marshall Katzi bestimmt anlocken. Sehr gute Idee, Alex. Marshall, versuch Katzi mit ihrem Spielzeug anzulocken. Alles klar. Marshall macht's. Igitt, schlägt nach Katze. Katzi, rutsch einfach zu mir runter. Ich fang dich auf. Und dann gebe ich dir das hier. Komm her. Los, hol dir das kleine Mäuschen. Marshall, du hast es geschafft. Ist alles in Ordnung? Es geht allen gut. Keiner ist verletzt. Dank Alex. Die Helfer auf vier Pfoten sind die richtigen Retter. Ich hab nur geholfen. Tja, Katzi sieht das wohl etwas anders, Alex. Gern geschehen, Katzi. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Oder ihr ruft Alex. Die Alex Patrol. Fellfreunde, das habt ihr heute ganz toll gemacht. Und Alex, du warst besonders toll. Also ernenne ich dich hiermit zum Ehrenmitglied der Paw Patrol. Wow! Danke, Ryder. Gern geschehen, Alex. Danke, Paw Patrol. Das war ein absoluter Spitzentag. Ja! Toll gemacht. Ihr seid einfach die Besten. Leiter ausfahren. Hallo, Alex. Jetzt kannst du runterkommen. Nein, ich kann nicht runter. Aber wieso nicht? Ich habe irgendwie Angst. Kein Problem. Viele Leute haben irgendwie Angst vor Leitern. Doch nicht vor der Leiter. Ich habe Angst vorm Zahnarzt. Hä? Es gibt keinen Grund, wieso Alex Angst haben müsste. Stimmt's, Chase? Das stimmt. Komm runter, Marshall. Ich komme. Danke sehr. Hallo, Alex. Bereit für den Zahnarztbesuch? Chase will dich mit Blaulicht und Sirene hinfahren. Echt? Cool. Ich fahre mit Chase. Aber nicht zum Zahnarzt. Hast du etwa ein bisschen Angst? Nein, ich habe eine Riesenangst. Das macht nichts. Jeder hat vor irgendetwas Angst. Du und die Paw Patrol aber nicht. Doch natürlich haben wir das. Ich hab's. Alex, wenn ich meine Fellfreunde dazu bringe, Sachen zu machen, vor denen sie Angst haben, gehst du dann zum Zahnarzt? Naja, ich würde schon gern wissen, wovor die Fellfreunde Angst haben. Ich rufe alle zusammen und du machst dich für den Zahnarzt fertig. Mhm. Also gut, Fellfreunde, wir müssen Alex helfen, seine Angst vorm Zahnarzt zu überwinden. Wie denn? Ich möchte, dass jeder eine Sache macht, vor der er Angst hat. Wer möchte anfangen? Schon gut. Ich fang an. Bei der Paw Patrol mache ich gefährliche Sachen. Ich hänge an Skys Hubschrauber oder klettere Eiswände hoch. Aber wisst ihr, was mir Albträume verursacht? Nein. Was? Mr. Porter, etwas Rosenkohl bitte. Kommt sofort, Ryder. Hier, der Rosenkohl. Danke. Sehr nett. Siehst du, das war gar nicht so schlimm. Netter Versuch, aber nicht überzeugend. Es war ein Versuch wert. Denn obwohl ich Angst hatte, ist mir nichts passiert. Rocky, wovor hast du Angst? Wasser. Mach schon, Marshall. Wie du willst. Schlauch. Bereit, Rocky? Bereit! Ist das das? Pfui, jetzt habe ich diesen nassen Hundgeruch. Marshall hat Angst vorm Fliegen. Ist gar nicht so schlimm. Vorsicht! Ich habe große Angst vorm Fliegen. Cool. Fester Boden. Wow. Und ich dachte, die Paw Patrol hätte vor gar nichts Angst. Siehst du? Jeder hat vor irgendetwas Angst. Aber manchmal muss man etwas tun, auch wenn man Angst davor hat.
Wenn die Fellfreunde so mutig sind, bin ich es auch. Ich gehe zum Zahnarzt. Yeah! Alex! Alex, würdest du einem letzten Fellfreund helfen, auch mutig zu sein? Wem? Hä? Chase. Er hat Angst vorm Zahnarzt wie du. Ich muss doch nicht zum Zahnarzt. Siehst du, vielleicht kannst du Chase helfen. Wenn er sieht, wie mutig du bist, dann... Na klar kann ich das. Komm schon, Chase. Das ist nur ein Zahnarzt. Los, gehen wir gleichzeitig rein. Also gut. Gut gemacht, Alex. Hallo, Ryder. Hallo, Paw Patrol. Hallo, Alex. Wo sind die Pinguine denn hin? Sie sind da lang. Und dort rüber. Und nach da hinten. Und vor Schreck ist Opa dann... Ja, seid vorsichtig, Ryder. Es liegen überall Eiswürfel und Fischverpackungen herum. Mit den Eiswürfeln könnten wir doch die Pinguine abkühlen, Marshall. Bringen wir etwas von dem Eis in deinen Wagen. Geht los, Ryder. Chase, bitte schick deine Flugdrohne los. Ein klarer Fall für Chase. Flugdrohne los. Drohne, such die Pinguine. Ich sehe den Drohnenmonitor auf meinem Fotofon. Los, hinterher. Viel Glück. Am Beckenrand wird nicht gerannt. Und auch nicht auf den Bauch gerutscht. Ryder, bitte sag diesem Huhn im Taucheranzug, dass es sich an die Badeordnung halten muss. Das ist kein Huhn, das ist ein Pinguin. Und dem kleinen Racker scheint es hier sehr gut zu gefallen. Chase, dein Netz. Verstanden. Netz. Geschnappt. Gut gemacht. Das Netz funktioniert immer. Dann sehen wir doch mal nach, wie es unserem kleinen Pinguinfreund geht. Thermometer. Schnabel auf. Leicht erhöhte Temperatur. Hier für dich, kleiner Pinguinfreund. Das wird dir gut tun. Jetzt kann sich der Pinguin etwas abkühlen. Das ist das Drohnensignal. Mal sehen, was sie gefunden hat. Das ist garantiert der erste Cowboy der Welt, der einen Frack trägt. Es wird Zeit, deine Freunde einzufangen. Beeindruckend. Was macht Wie kann da? Ein kleiner Pinguin ein solches Chaos anrichten? Hab ich dich. Nichts passiert. Halt! Im Namen des Ganz schön kalt. Ryder, vielleicht hilft das hier ja. Tolle Idee, Alex. Jeder mag Eis am Stiel, vor allem ein Pinguin, dem zu warm ist. Es funktioniert. Und wie? Und jetzt bringen wir den kleinen Kerl zu Marshalls Feuerwehrwagen. Wir haben es geschafft. Alle drei Pinguine sind eingefangen. Ja, aber das Eis ist geschmolzen. Wie sollen wir sie jetzt kühlen? Ich habe eine Idee. Rein mit dir, Kleiner. Was ist das? Perfekt, Everest. Die Pinguine sind dort im Kühlwaggon. Nur die Schneekugel passt da nicht rein. Aber das habe ich gleich. Schneefräse! Achtung, es schneit, Pinguine! Wir haben euch gern geholfen. Und nicht vergessen, wer immer uns braucht, rutscht einfach auf den Bauch. Genau wie die Eiswürfel im Tiefkühler. Es kann losgehen! Bald sind sie wieder in ihrem eisigen Zuhause. Und wir können unseren Strandtag fortsetzen, jetzt wo unsere Eisfreunde auf dem Weg nach Hause sind. Yeah!
Brave Pinguinretter bekommen jetzt alle ein Eis am Stiel. Und ich habe eine Bauchrutsche für euch. Auf die Plätze, fertig, super! Juhu! Erfrischend! Bauchrutschen oder Bauchfüllen? Ich weiß es. Erst ein Eis und dann rutschen. Oh, Gehirnfrost, Gehirnfrost. Oh, viel besser.